heißt spontan kreativ sein. Ich bin als Privatpatient. Ich auch. Ich auch. Das tut weh. Guten Tag. Sie wollen also Privatpatient werden? Ja. Und brauchen jetzt ein Gesundheitszeugnis? I finally made it through med school. Somehow I made it through. I'm just an intern. I still make a mistake or two. Können Sie die Zahlen erkennen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danke. Immer noch? Nein, Spaß. Hey, like a surgeon. Chatting for the very first time. Like a surgeon. Organ transplants are my line. Okay. Kennen Sie die Sendung Verstehen Sie Spaß? Ja. Schauen Sie mal da in die Kamera. Let me see that I be. Here we go. Nur bei einem toten Menschen kann das Gehirn rausschneiden und feststellen, ob er Dopaminneurotransmitterüberschuss im Gehirn hat und deshalb schizophren war. Like a surgeon. Ooh, like a surgeon. Ah, du gottverdammte Britensau, ich mach dich kalt mit meinem Schwert, du Halt ein, mein Freund! Das ist deine deutsche Tanne. Mars, Alor. Mensch, Smudo. Super klasse gemacht. Echt gut, Smudo. Es ist eine Welt der großen Tiere. Die großen Tiere bestimmen, was passieren soll. Während wir kleinen Leute doch uns oft unsere eigenen Dinge zu kümmern haben, die uns teilweise schon die meiste Zeit unserer Zeit in Anspruch nehmen. Well, I can see that you and yoga will never do. Ansonsten geht es hier eigentlich doch um die Bewegung. Und zwar liegt in der Bewegung ja die Kraft. Das heißt, wenn man flexibel bleibt, kann man hin und her und her und hin. Und man kann sogar Dinge machen, die man normalerweise nicht für nötig und möglich hält. Yoga is as yoga does. There's no in between. You're either with it on the ball or you blow the scene. Ich für meinen Teil zum Beispiel habe trainiert. Jahrelang habe ich trainiert. Für was habe ich trainiert? Dafür oder dafür? Vielleicht auch dafür. Ich meine, wer weiß das schon? Ne? I can see looking at you. You just can't get settled. How can I even move? Twisted like a pretzel. Manchmal kommt eine Zeit, da muss man wirklich Dinge tun, können und machen lassen, auch die sonst niemand für möglich gehalten hätte. Und das kann dann manchmal drastisch enden, wirksame Ausmaße haben, aber dann doch auch wieder zu einer Ruhe führen, die innerlich wie auch äußerlich totale Entspannung und absolute Konzentration herbeiführen. Just how I can take this yoga serious when all it ever gives to me is a pain in my posteriors. Mein speziell von mir entwickelten Yoga-Sitz ermögliche ich es mir immer wieder auch, diese Konzentration zurückzuführen und mir dann zu sagen, ich bin nicht der größte Idiot im Land, da gibt's noch andere. 3, 2, 1, 0.